Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Ja, herzlich willkommen zum Showdown. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier jetzt passieren wird. Aber wir sollen Mr. Falcone eventuell eliminieren. Hey Jungs. Hey Vito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Klar. Bedien dich. Ich hoffe mal, das waren Bekanntschaften und keine Freunde. So. Boah, ich war mit meinen Gedanken gerade kurz woanders. Scheiße. Ja, das läuft ja. Lade nach. Tja. Das gibt's doch gar nicht. Bist du ja gerade da rum? Alter! Kleiner Penner! Kleiner Widerling! Haben wir ihn erwischt? Nein. Knallt sich das selber ab? Ach komm schon, ich hab doch eben erst nachgeladen. So, einer weniger. Was haben wir ihm noch? Erwischt? Alter! Oh, das war so klar. So. Da oben? Habe ich gar nicht mehr gesehen. Komm schon. Komm, Junge. Eine Taube. Alter. Schubidu. Schubidubu. Schubidubu. Komm. Maestro. Mhm. Das hat ja geklappt. Komm, noch einmal. So, wieder ein Schuss zu viel verbraten. Egal. Mhm. Das ist der. Die ist auch nachgeladen. Und diese auch. So. Hier haben wir nichts mehr. Kann man hier durchgucken? Natürlich nicht. Wäre auch so schön. Was sind die denn für Muni da? Hallo? Ficken Sie sich selber. Wer war das denn? War das der? Was ist er? Ein Auslöschungskommando? Scheiße. Okay. Lag hier nicht noch irgendwo Muni? Achso, ist schon wieder voll. Ja gut. Oh, mal gucken, wa? Das Gewehr ist halt dafür, einfach drauf zu halten, ne? Für mich. Was? Unfreundlich, die Jungs.
unfreundlich. Steht er da unten? Oh Gott, muss ich da jetzt runter? Nee, muss ich nicht, ne? Ich muss rein. Los, ich lasse dir das hier raus. Alter, was? Alter. Mein Herz. Ernsthaft. Boah, Alter. Ja, und noch einmal. Na, Scheiße, ey. Hä? So. Spinner, ey. Ja klar, jetzt auch noch von der Seite. Oh, Scheiße, ey. Boah, geht mir das gerade auf den Sack. Ernsthaft, so richtig. Gut. Nimm die Kuppel. Schweinepriester. Ha! Hab noch damals so gesagt, ne? Glaube ich. Vielleicht. Wahrscheinlich. Mhm, klar. Komm. Also. Das ist echt nicht zu glauben jetzt. Leck mich. Leute. Ich raste gleich aus. So. Mein Gott. So. Was war das? Keine Ahnung. Gut. Da einmal nachladen. Selber schuld. Jungs, ihr habt angefangen. Ernsthaft, ihr habt angefangen. Selber schuld. So, da kommt nochmal 4. Scheiße, worauf wartest du? Da ist er noch! Na ja, klar, hier direkt wieder getroffen. Der hat sich gerade hinter einer Bank versteckt. So, dann haben wir ihn.
rüste gleich aus. Verdammte Scheiße. Getroffen? Also nicht getroffen. Das ist der Wahnsinn. So, hatten die noch? Der hatte nichts mehr, ne? Nee. Ja, schön. Da haben wir noch ein bisschen Restmuni. Typ. So. Genau. Das sehe ich auch so. Okay. Jungens. Ich weiß auch nicht, die sehen alle gleich aus. Das ist unglaublich. Ist erstmal keiner mehr. Der kommt auch näher. Dann siehst du mich auch. Komm. Hauen die gerade ab. Da liegt auch Muni, ne? Ja. Mhm. Ist doch schon ein paar Mal hier an der Stelle gestorben. Ich lade nachher einfach diese Version hier hoch. Weil es bis jetzt eigentlich ganz gut läuft. Dämlich um die Ecke. Der hat mich jetzt eben einmal total überrascht. Blöder Penner. Da müsste ja da um die Ecke noch einer stehen, ne? Hey, ah. Da drüben. Wo? Ja, komm, du Schatz. Ja, komm. Eben ein bisschen Muni suchen. Nur ein bisschen. Nur einmal noch. So. Das ist voll. Das können wir auch noch mal. Bam, hier in den Kavernsmann. Boom, boom. Entschuldigung. So. Da war keiner, ne? Okay. Da war auch nichts mehr. Was? Ach, Alter. Keiner gesehen. So. Mein Gott. Okay. MP5.
MP40. Ja gut. Und da mal eben einmal alles durchladen. Das ist alles durchgeladen. Das auch. Ja gut. Alter. Oh. Habe ich wieder ein bisschen Panik gekriegt. Scheiße. Okay. Hallo? Hallo? Sir? Ladies and Gentlemen? Okay, jetzt kommt das wieder da. Lecco mio. Okay. Genug Munition sollten wir dabei haben. Der hat noch was davon. True Teleskop. Okay. Warte mal, sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier an der Seite, ne? Ja, alles klar. Okay. Gut. Und weiter geht's. Einmal Srosedor. Einmal den Checkpoint abknattern. Lass mich in Ruhe. Ich hasse euch und finde euch nicht nett. Sackgesicht. So. Da. Revolver. Macht dickes Badaboom. Ach was. Du und du. Wie glaube ich noch? 23 Schuss. Wo ist der jetzt hingelaufen? Runter! Was? Runter? Hey, Alter. Und nochmal. Komm hier hoch. Okay. Ja, klar. Alter. Alter.
Okay, nochmal. Immer mit der Ruhe. Soweit so gut. Da und da ist noch einer zwischen, ne? Wo auch immer. Ach, da hinten. So. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Nachladen. Oh, dafür haben wir auch wieder. Gucke mal. Alles einmal durchladen. Passt. Oh, Alter. Ich hasse euch alle. Scheiße. Ich denke, du bist so ein knallharter Typ. Okay, der ist nicht hier drin, ne? Los, ich blas dir dein Hirn raus. Ja, ich glaub's auch. Da hinten ist der. Hey. Sowas ist ganz natürlich. Das ist ein menschliches Verhalten. So. Einer noch, zwei noch. Hey, die kommen noch nicht mehr weg, diese Säcke. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Okay. Ah, wer kommt denn da? Ich habe sie geschickt. Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Halo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat.
Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! Zwei. Sofort! Mhm. Ja, das ist ja tipptopp gelaufen. Los. Ich möchte dich zum Feind haben. Du schießt wie meine Schwester. Bin stolz auf mich. Irren um. Na komm, du Tropf. Du bist mausetot. Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Komplett wahnsinnig! Ich freue mich schon drauf, wenn du krepierst. Los, wird's bald! Sie sind nur zu zweit! Du bist scheiße, du Arsch! Da ist er! Schieß! Da drüben! Das war echt klasse. Das hat mir gefehlt. Wie damals während der Prohibition. Gib mir Deckung, Vito. Mehr kannst du nicht? Mhm, das war er jetzt, ja? Okay. Weißt du was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Mhm. Aber diesmal tue ich's für mich. Scheiß auf dich. Scheiß Wichser. Okay. Verlasse das Observatorium. Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Capo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Mhm. So, gut. Leute, ich würde sagen, ich weiß echt nicht, was jetzt kommt. Ob die uns nochmal ans Bein pissen oder ob... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn es noch ein bisschen weitergeht, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn nicht, geht es hier jetzt direkt weiter, dann schnippel ich das noch da dran. Wollen wir mal schauen. Also, macht's gut. Ciao.